Hallo, ich möchte mich gerne wieder melden nach der ja doch etwas verlängerten Winterpause, nach der verlängerten Weihnachtspause. Der Winter ist ja noch nicht ganz vorbei. Und ich habe über die Feiertage viel Zeit gehabt, über Dinge auch nachzudenken, über Dinge auch ja, so ein bisschen zu reflektieren. Auch gerade die Zeit zwischen den Jahren ist ja auch dazu da, um ja zurückzublicken, aber gleichzeitig nach vorne zu schauen, wo es denn hingehen soll. Ohne dass ich jetzt das Thema Silvester extrem hochheben möchte, sondern es ist ja wirklich so, dass ja, der Übergang auch dazu da ist, um vielleicht gewisse Dinge abzuschließen, gewisse Dinge loszulassen und auch in die Zukunft zu schauen, wo habe ich denn meine Leidenschaft, wo möchte ich denn wirklich hin in den verschiedenen Lebensbereichen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, weil ich jetzt auch über die Tage ja, viel gelesen habe, viel in mich gegangen bin und möchte deshalb heute wieder mit einer Buchempfehlung hier den YouTube-Kanal bereichern. Es ist ein spannendes Buch, was ich gerade auch mit Menschen teilen möchte, die vielleicht gerade so ein bisschen in einer Situation sind, wo sie sich ja, wo sie vielleicht Halt brauchen, wo sie vielleicht nicht weiter wissen, was ja, was das Richtige ist, weil vielleicht so viele Dinge schon ausprobiert wurden in Bezug auf ja, Krankheit, in Bezug auf die Genesung. Und da hat mich ein Buch doch sehr stark unterstützt. Es hat mir Impulse gegeben und es hat ja, mir die Augen geöffnet, was denn im Leben essentiell ist. Und das Buch ist von einer ganz spannenden Persönlichkeit, die, denke ich mal, fast jeder kennt. Das ist vom Dalai Lama in Verbindung mit Desmond Tutu. Und ich kann es dir gerade mal zeigen. Das ist das Buch der Freude. Das ist wirklich ein total schönes Buch. Das ist von Douglas Abrams geschrieben, der sozusagen beide Persönlichkeiten interviewt hat. Und es geht im Kern um die Frage, ja, was ist denn Freude? Weshalb ist denn die Freude im Leben so essentiell? Und gerade auch in Bezug auf Menschen, die vielleicht gerade leiden, ist ein Kapitel, was ich euch kurz vorstellen möchte, und zwar Leiden und Schicksalsschläge. Und da muss ich sagen, ist mir dieser Abschnitt auch stark in Erinnerung geblieben, dass eben Leiden und Schicksal nicht bedeutet, dass es in Stein gemeißelt ist, sondern dass du die Möglichkeit hast, daraus was Größeres zu erschaffen, daraus eine Chance zu formulieren, zu kreieren. Und deshalb möchte ich dir ganz kurz hier den Satz von Dalai Lama vorlesen. Einen kleinen Abschnitt. Viele Menschen betrachten das Leiden als ein Problem, sagte der Dalai Lama. In Wirklichkeit ist es eine Chance, die vom Schicksal kommt. Trotz Schwierigkeiten und Leiden können sie festbleiben und ihre Fassung bewahren. Darin steckt auch dieses Thema der Chance. Also was für eine Chance trotz des ganzen Leids. Weil hier wird auch geschrieben, ein tibetisches Schicksal, Sprichwort zufolge, sind Schicksalsschläge die Chance, sich verwandeln zu können. Und jede Situation, selbst eine tragische Situation, kann zur Chance werden. Und das ist hier unter diesem Kapitel Schwierigkeiten überstehen nochmal sehr, sehr stark hervorgehoben. Und diese zwei weisen Männer haben ja da sehr, sehr viel
Es kommt wirklich rüber, mit was für einer Liebe und Freude sie sich untereinander sozusagen geben, aber auch das nach außen tragen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Botschaft in dem Buch. Also eine ganz, ganz tiefgreifende Botschaft. Also es ist nicht irgendwie mal so im Zug in 5 Minuten zu lesen, aber es ist ein total tolles Buch, wenn du dich näher mit dem Thema der Freude auseinandersetzen möchtest, mit der Liebe, was denn wirklich dahinter steckt, um auch schwierige Phasen zu überstehen. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Schau es dir gerne an. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich im Internet auch die Möglichkeit, mal vielleicht reinzublättern, von Dalai Lama und Desmond Tutu, das Buch der Freude. Kann ich wärmstens empfehlen. Und es freut mich natürlich, dass du wieder zugeschaut hast. Und wenn du denkst, das ist ein toller Beitrag gewesen, sehr hilfreicher Beitrag, der für dich, der für dich gut ist, dann teile doch gerne die Information. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dein Christoph, mach's gut. Ciao.